In einer freiheitlichen Demokratie ist das Versammlungsrecht ein elementares Grundrecht. Und auch in einer Pandemie muss es möglich sein, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln und seinen Protest kundzutun, auch wenn einem dieser Protest im Ernstfall nicht passt. Und es ist zurzeit auch möglich, wenn man eine Versammlung anmeldet und sich an den Infektionsschutz hält. Aus unserer Sicht reichen übrigens die ich kann ja einen Menschen nicht ernst nehmen, der beim Zwischenrufen seine Maske aufnimmt. Also Sie haben das mit den Aerosolen echt nicht verstanden, ne? Aus unserer Sicht, eben genau deswegen, aus unserer Sicht reichen übrigens hier die Vorgaben des Mindestabstandes und der Maskenpflicht aus. Wir glauben nicht, dass es sinnvoll ist, hier eine Begrenzung der Teilnehmerinnenzahlen für Versammlungen festzulegen. Ich glaube, es muss eher danach gehen, ob Plätze beispielsweise groß genug sind, um Infektionsmaßnahmen einzuhalten. Was wir aber jetzt fast seit Beginn der Pandemie bei den angeblichen friedlichen Protesten gegen die sogenannten Corona-Maßnahmen beobachten, ist das mutwillige und nahezu durchgehende Verstoßen gegen diese Vorgaben, und größtenteils wurde das in Thüringen wie auch in anderen Bundesländern laufen gelassen. Und wir bekommen jetzt gerade die Quittung dafür. Die Inzidenz- und Belegungszahlen in den Krankenhäusern gehen durch die Decke und wir erleben eine zunehmende Radikalisierung, das nicht erst seit ein paar Wochen, sondern eben schon seit mehreren Monaten, der sogenannten friedlichen Protestler. Nicht zuletzt sehen wir das an den verletzten Polizistinnen und Polizisten, denen wir auf diesem Wege gute Besserung wünschen. Seit Beginn der Pandemie wurden diese Proteste von extrem Rechten und Rechten organisiert und vereinnahmt, und schon seit anderthalb Jahren warnen unter anderem die Zivilgesellschaft und Journalistinnen und Journalisten genau vor dieser Radikalisierung. Es zeigt sich ein alter Reflex, insbesondere in Ostdeutschland. In einem neuerlichen Artikel aus der Taz konnte man dazu lesen, ich zitiere: Das Zurückweichen der Polizei vor rechten bis rechtsextremen Protesten in Ostdeutschland ist erlernt. Seit den frühen 90er Jahren, als in Hoyerswerda, Rostock und anderswo Vertragsarbeit und Asylbewerberinnen angegriffen wurden und die sogenannten Sicherheitsbehörden ihnen keine Sicherheit gaben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und gerade auch die Konservativen in diesen Bundesländern haben diese Verharmlosung der extremen Rechten verinnerlicht und auch im Staatsapparat verankert. Was wir jetzt endlich brauchen, ist ein eindeutiges Stoppzeichen an diese Leute, die sich das Volk nennen, aber doch nur ein verschwindend geringer Teil der Thüringer Bevölkerung darstellen. Und dieses Stoppzeichen muss klar beinhalten, dass es bis hierhin geht und nicht weiter. Die permanenten Regelverstöße und Verhöhnungen der Opfer von Corona und der an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeitenden Beschäftigten im medizinischen Sektor werden wir hier nicht länger hinnehmen. Für ein solches Vorgehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liegen auch bereits die Instrumente auf dem Tisch. Viele solcher Demonstrationen stellen eindeutige Verstöße gegen das geltende Versammlungsrecht dar. Laut Versammlungsgesetz sollen Demonstrationen angemeldet werden. Zudem ist eine Leitung notwendig, um einen geordneten und friedlichen Verlauf zu sichern. All das finden Sie vielleicht auch in Richtung AfD in den Paragraphen 5 fortfolgend des Versammlungsgesetzes. Das Vorhandensein eines Veranstalters oder Leiters ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt des geltenden Demonstrationsrechts, welches auf der nachvollziehbaren Annahme fußt, dass eine friedliche und schadenfreie Ausübung des Versammlungsgrundrechts nur mit einer klaren Selbstorganisation der Demonstrierenden möglich ist. Wer nun im Internet oder in Gruppen zu Demonstrationen aufruft, ohne dass er weder Anmeldungen noch Leitungen gibt, verletzt diesen zentralen Gedanken und missbraucht dadurch das Versammlungsgrundrecht. Ich zitiere hier auch noch mal hilfsweise, damit es vielleicht auch alle gehört haben, falls Sie nicht in der Lage sind, es zu lesen. Ich zitiere aus § 11 des Versammlungsgesetzes: Der Leiter kann Teilnehmer, welche die Ordnung gröblich stören, von der Versammlung ausschließen. Nun liegt auf der Hand, dass viele die gesetzlichen Regelungen umgehen, das tun, weil sie an einem geordneten und friedlichen Verlauf der Versammlung sowie an der Verhinderung grober Verstöße schlicht und ergreifend kein Interesse haben. Und hierfür hilft kurzfristig nur, mit Konsequenz die geltenden Gesetzesvorschriften anzuwenden. Demonstrationen ohne Anmeldung und ohne Leitung können verboten werden, und die weitere Teilnahme an verbotenen Versammlungen stellt auch heute eine Ordnungswidrigkeit dar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und vielleicht muss man sich auch darüber unterhalten, ob mittelfristig das Versammlungsgesetz oder ein eigenes für Thüringen erarbeitet werden muss, indem wir tatsächlich auch auf bestimmte Sachen reagieren oder zum Beispiel das Versammlungsgesetz im digitalen Zeitalter ankommen lassen. Nicht in Ihrem Sinne, Herr Müller, ganz sicher nicht. In den letzten Wochen ist bereits eine deutliche Tendenz polizeilicherseits zu erkennen.
was wir ausdrücklich begrüßen. Und ich denke, es ist nun auch an den Versammlungsbehörden nachzuziehen und die Arbeit der Kolleginnen in den Gesundheitsämtern und der Polizei zu unterstützen, indem man konsequent beauftragt und bei Verstößen auch dagegen vorgeht und die Polizei unterstützt. Das bedeutet auch, dass Vertreterinnen der Versammlungsbehörden anwesend sein müssen, um sowohl für die Polizei als auch Versammlungsteilnehmerinnen ansprechbar zu sein. Nach dem, was wir hören, klappt das in vielen Orten eben nicht. Und hier muss die kommunale Ebene ihrer Verantwortung gerecht werden. Und lassen Sie mich auch noch was zu der Debatte um Social Media und im Speziellen zu Telegram sagen. Im Besonderen in den letzten Tagen ist dazu die Diskussion ja wieder in Fahrt gekommen. Und mal ganz davon abgesehen, dass die Sperrung eines ganzen Online-Dienstes völlig unverhältnismäßig und höchstwahrscheinlich grundrechtswidrig wäre und wir das bei anderen Staaten kritisieren würden und auch immer werden, ist es überhaupt nicht angebracht, jetzt mit einem nationalen Alleingang dort Tatsachen zu schaffen. Auf der EU-Ebene wird dazu gerade verhandelt und es gibt eine Einigung im Ministerrat zu Telegram, wie man insbesondere mit öffentlichen Kanälen umgeht und sie sozusagen genauso behandelt wie soziale Netzwerke. Und zum Schluss noch ein paar Worte an die AfD. Das robuste Auftreten der Polizei kritisiert. Ich erinnere da gerne an Ihre Position zum G20-Gipfel in Hamburg. Hören Sie auf, die Menschen aufzuhetzen, zu illegalen Demonstrationen aufzurufen und vor allen Dingen Kinder als Schutzschilder zu missbrauchen. Herr Möller hat ja unter anderem mit einem Bild auf Twitter dazu aufgerufen, mehr oder weniger Kinder mit zu Demonstrationen zu nehmen, beschwert, dass Kinder mit im Kessel waren. Sie missbrauchen das Demonstrationsrecht, Sie missbrauchen das Grundrecht, Sie hetzen Leute auf. Und wenn hier irgendjemand die Gesellschaft spaltet oder es zumindest versucht, dann sind Sie das und das lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen. Vielen herzlichen Dank.